Hallo und willkommen aus der Felditz Arena. Testspiel oder Pflichtspiel? Ich denke, für die Spieler ist es immer was Besonderes, im Trikot der Nationalmannschaft aufzulaufen. Bin ich bei dir, Wolf. Das zeigt nun einmal, dass sie zu den besten Kickern im Land gehören. Und für den Trainer geht es natürlich darum, um so einem Testspiel Dinge auszuprobieren. Die Felditz Arena in Gelsenkirchen dient seit 2001 dem FC Schalke 04 als Heimspielstätte. Aber wie bei vielen modernen Arenen ist das natürlich nicht alles, was die Fans hier erleben dürfen. Nee, dieser imposante Bau wird auch als Veranstaltungsort für Konzerte, allerlei Events und mittlerweile regelmäßig stattfindende Biathlon-Wettbewerbe genutzt. Schauen wir doch mal auf die Startformation. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Und hier sehen wir die Startaufstellung für die Partie heute. Dieselbe taktische Ausrichtung auch auf der Gegenseite. Das 4-5-1. Auch hier in der eher offensiven Variante. Also das ist schon eine Grundlage für ein attraktives Spiel. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Hofland. Ole Christian Selnas. Tete. King. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gefährliche Flanke. Da muss der Abwehrspieler klären und er ist auch zur Stelle. Entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Bei Thomas Müller müssen wir, wie immer, so auch heute, einfach immer mit allem rechnen. Ja, genauso kann man das sagen. Der Kerl ist immer für eine Überraschung gut. Für den Gegner schwer bis gar nicht zu berechnen. Der ist unglaublich viel unterwegs. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Nun Schürrle. Abgefangen, Groß verliert da den Ball. Scherbrett. Jetzt müssen sie aufpassen. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Und jetzt Khedira. Und da auch schon das erste Foul. Freistoß. Der Schiedsrichter zeigt ihm gelb. Vertretbar, Buschi? Ja, absolut. Wir haben eben erst angefangen mit diesem Spiel. Aber wenn er hier zu viel durchgehen lässt, dann nutzen die Spieler das gerne aus.
Khedira am Ball. Wird das eine Torchance? Die Chance! Da passt der Torhüter auf. Den Eckstoß tritt Toni Kroos. Jetzt vielleicht. Wie macht er den denn rein? Der geht flach rein. Da war der Torhüter nicht schnell genug unten. Die Vorlage bei diesem Treffer war klasse. Genauso musst du spielen. Müller ist da und macht hier das Tor. Logo. Da zeigt er seine Qualitäten im Abschluss. Gute Aktion. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und nach 13 Minuten sind sie hier zum ersten Mal erfolgreich. King. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Weigel. Und er gewinnt den Zweikampf. Groß. Tete. Wird's jetzt gefährlich? Sehr guter Einsatz. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Tete. Und den spielt er gleich wieder zurück. Groß. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Sie holen sich den Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da gewinnt er den Zweikampf. Weigel. Schießt er ihn rein. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Ganz einfach an den Ball gekommen. Sauber vom Ball getrennt hier. King. Ole Christian Selnas. Das könnte gefährlich werden. Er versucht's. Da passt der klasse auf. Das wird einen Eckball geben. Die Ecke kommt rein, aber der Torwart ist da. Das könnte, er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Abseitsposition von Thomas Müller. Defensiv machen sie es gut. Groß. Jetzt müssen sie aufpassen. Julian Weigel. Die Ecke kommt jetzt von Groß.
Den Ball spielt er gut. Götze! Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Und das gibt Ecke für die DFB-Elf. Er ist da und kann den Ball hier klären. Schussversuch. Eine weitere Ecke. Und jetzt Henriksen. Sie bekommen den Einwurf. Jetzt wird's gefährlich. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Gomez. Fairer Einsatz hier. Jetzt haben sie den Ball verloren. Tete. Einwurf Deutschland. Und Müller. Toni Groß jetzt. Groß. Weigel. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Toni Kroos! Er versucht's, aber der Ball geht doch weit vorbei. Nun Götze. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Sehr gut aufgepasst. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Und nun Höwedes. Und Götze. Julian Weigel. Tor für Deutschland. Das Ding war überfällig. Sie haben sich hier viele, viele Tormöglichkeiten herausgearbeitet. Und jetzt haben sie sich belohnt. Wirklich gute Leistung heute. Das Tor, die logische Folge. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Ole Christian Selnas. Und jetzt Henriksen. Tete. Da trennt er ihn vom Ball. Khedira. Höwedes. Weigel. Die DFB-Elf greift hier an. Und jetzt die Chance. Und der Torhüter ganz sicher. Und er gewinnt den Zweikampf.
Er kann heute leider nicht die gewohnte Leistung abrufen. Ihm fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel. So kann er kein positiver Faktor sein. Abgepfiffen, es gibt Freistoß, den Ball hat er mit der Hand gespielt. Richtige Entscheidung, der Schiedsrichter hatte aber auch eine gute Position. Und er schießt. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Wie findest du die Leistung von Thomas Müller bisher? Er hat sein Tor im ersten Durchgang gemacht. Eine wirklich gute Leistung. Sie liegen ja auch zu Recht vorne. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. So, steigen wir ein in die zweite Hälfte hier in der Felditz Arena. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Den spielt er gut und jetzt, da kommt der Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ecke kommt von Götze. Thomas Müller. Sauber vom Ball getrennt hier. Der Schuss von Müller. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Hector. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Er schießt. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal. Dieser harte Abschluss aus der Halbdistanz geht knapp am Pfosten vorbei. Ole Christian Selnas. Khedira. Gomez. Das könnte die Chance werden. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. King. Klasse gespielt. Jetzt gefährlich. Guter Pass, das könnte Schoss. Julian Weigel. Ein unfassbares Tor. Flach hat er den versenkt. Nichts zu machen für den Torhüter. Und da hat er es nicht mit Kraft versucht, sondern mit Präzision. Und er profitiert von seiner exzellenten Schusstechnik und setzt den Ball mit der Innenseite ins Netz.
Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Und jetzt die Auswechslung. Da können wir uns ja sein Tor von eben nochmal ansehen. Da passt er auf. Jetzt wird's gefährlich. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Jo Inge Bergitz. Hector. Draxler. Ein guter Doppelpass. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Jetzt vielleicht. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Foul und Freistoß für die DFB-Auswahl. Es wird eine Auswechslung geben. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da kommen Sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Die Flanke holt sich der Verteidiger. Dabei kam sie eigentlich gut rein. Abwehrspieler sind vorne bei dieser Ecke. Klar, sie hoffen auf den hohen Ball. So, Sie sehen gerade eingeblendet die Eckenstatistik. Gut gemacht, absolut sicher bei dieser Ecke. Die DFB-Elf greift hier an. Schuss! Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Mario Götze ist voll drin in diesem Spiel. Ein klasse Auftritt bisher. Er macht das stark bisher, bietet sich immer wieder an und bekommt die Bälle auch. Und vorne hat er ja eben ein Tor vorbereitet. Jo Inge Bergitz. Es ist Bewegung auf der Bank. Gleich kommt es zum Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung wird der neue Mann kommen. Und jetzt der Schuss. Und jetzt treffen sie, aber sie liegen trotzdem deutlich zurück. Da war richtig was dahinter. Klasse Treffer, da kann der Keeper nicht rankommen. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Nur Müller. Draxler. Hector. Sauber vom Ball getrennt hier. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Tah. Thomas Müller. Und damit ist der Ball weg.
Jetzt könnte es gefährlich werden. Wir sehen hier gleich den Wechsel. Ja, dürfte bei der nächsten Unterbrechung soweit sein. Jensen. Da geht er an allen Gegenspielern vorbei. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Jetzt Gomez. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Jetzt gibt es hier einen Wechsel. Ein weiterer Abwehrspieler steht bereit. Ja, nachvollziehbar. Mit der Führung im Rücken geht es natürlich um Stabilität in der Defensive. Und da soll er jetzt helfen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Ah, da passt er nicht auf, nicht gut verteidigt. Da passt er auf. Er bleibt dran und hat den Ball. Guter Einsatz. Das könnte eine Gelegenheit werden. Abstoß, Ball war draußen. Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen Sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Mustafi. Draxler. Jetzt müssen sie aufpassen. Defensiv machen sie es gut. Tete. Söderlund. Tete. Einwurf fürs deutsche Team. Kimmich. Tah. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Die Defensive steht. El-Yunusi. El-Yunusi. Den Angriff blockt er ab. Klasse, aufgepasst. Mustafi. Tete. Jetzt wird's gefährlich. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Draxler. Ah, da muss mehr kommen. Draxler, da ist der Torwart da, gut gemacht. Er versucht's, ganz stark, der muss reingehen. Deutschland mit dem Tor.
Auf jeden Fall gut für die Tordifferenz, das Ding. Ne? Ein weiterer Treffer in der Nachspielzeit. Ja, die lassen hier wirklich keine Gelegenheit aus. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Und es gibt 5 Minuten Nachspielzeit. El-Yunusi. Den Ball wirft er gleich zum Gegner. Jensen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Super Flanke. Gefährliche Flanke, aber der Verteidiger ist zuerst am Ball. Foul und Freistoß gegen die DFB-Auswahl. So, jetzt also in die letzte Phase des Spiels und die Fans geben nochmal alles. Und ich bin gespannt, ob das die Mannschaft nochmal pusht und sie nach vorne spielen werden. Die Chance per Kopf. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Schuss aus, Ende. Die DFB 11 gewinnt das Spiel. Einseitige Partie heute, oder Buschi? Ja, viele haben ganz bestimmt gedacht, irgendwann schalten die doch mal einen Gang zurück. Aber nix, immer weiter ab nach vorne. Klasse. Was mich interessieren würde, wie hast du Thomas Müller heute gesehen? Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen klasse Auftritt.